Du denkst bei Frankreich an das? Oder an das? Oder hieran? In Wahrheit ist Frankreich aber noch viel mehr. Im französischen Spiegel-LK lernen wir unseren Nachbarn dann noch einmal auf eine ganz andere Weise kennen. Aber damit meine ich nicht so. Und zum Glück auch nicht so. Dans la seconde, toute ma classe a fait un échange à Lille. J'ai rencontré beaucoup de personnes cool et j'ai gagné de nouvelles expériences. En dixième, j'ai fait un stage en France. Grâce à ce stage de 2 semaines, j'ai pu apprendre plus sur le monde du travail français. J'ai surtout pu découvrir la belle ville de Dijon. Vielleicht ist auch nicht jedem bewusst, was für ein wichtiges Land Frankreich ist. Es ist ein schönes Reiseziel mit Paris, der Provence und die Côte d'Azur. Außerdem sprechen 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Französisch als Muttersprache. Auch bekannt als Francophonie. Diese kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch im Unterrichtsprogramm wider. Geschichte wird bei uns auf Französisch als Histoire unterrichtet. Hier lernen wir sehr viel über die französische Geschichte und über die deutsch-französischen Beziehungen. Selbstverständlich kommt hier aber auch die deutsche und die weltliche Geschichte nicht zu kurz. Wir erarbeiten uns jedoch alles mit einem französischen Lehrbuch. Das mag am Anfang vielleicht schwierig sein, aber mit der Zeit wird es immer einfacher. Und das Französisch verbessert sich dabei. Auch der Erdkundeunterricht findet auf Französisch statt. Als Geographie. Hier lernen wir Themen, die die Welt aktuell beschäftigen, wie Globalisierung, Armut, demografischer Wandel und Erderwärmung. Besonders in Geo wird viel Wert auf die multimediale Unterrichtsweise gelegt. Wir machen viele PowerPoints, eigene Recherchen, gucken uns Filme an und lesen auch Bücher darüber. Somit ist der wöchentliche Unterrichtsplan sehr abwechslungsreich. Abibac met l'accent sur les cours en français, avec Molière, Victor Hugo, Flaubert et Maupassant, on est préparé pour notre bac. Lustige Anekdoten, Vokabelfragen oder auch Erfahrungen mit Franzosen finden irgendwie immer ihren Weg in den Unterricht. So, jetzt müsstet ihr einen ziemlich guten Überblick über Abibac bekommen haben. Aber was genau bringt euch das jetzt eigentlich? Mit dem Abibac habt ihr nicht nur das deutsche Abitur, sondern auch das französische Baccalauréat, den französischen Schulabschluss. Und das nur mit Géo und Histoire als französische Fächer. Mit diesem Baccalauréat könnt ihr euch ganz einfach an französischen Universitäten bewerben, da als vollwertig angesehen wird. Und das, obwohl ihr ihn in Deutschland gemacht habt. Außerdem sind deutsch-französische Studiengänge möglich. Sowie Studiengänge in 3 unterschiedlichen Ländern, nämlich Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Und das alles ist nur möglich, weil ihr mindestens das Sprachniveau B2 erreicht habt. Dank Abibac. Selbst wenn ihr später mal nicht in Frankreich arbeiten oder studieren wollt, eröffnet euch die französische Sprache viele internationale Möglichkeiten. Außerdem gibt ein bilingualer Unterricht eine weltoffene Sichtweise auf globale Entwicklungen. Also, wenn ihr Lust auf eine andere Sprache und Spaß an Herausforderungen habt, ein vielfältiges Unterrichtsangebot und internationale Zukunftsperspektiven haben wollt, dann wählt Abibac! Choisissez Abibac!